Hallo, hier ist wieder der Klaus. Dieses Mal mit einem Video über ein ganz anderes Thema als sonst bei mir üblich. Ich habe für einen Freund, der sehr viele Tabletten nehmen muss, ein Programm geschrieben, mit dem er jederzeit seinen Bestand an Medikamenten im Blick haben kann. Denn wenn man so viele Medikamente zu sich nehmen muss, ist es oft schwierig, die Übersicht zu behalten. Es ist allerdings kein Medikamentenplan, welcher mir sagt, wann ich welche Medikamente jeden Tag nehmen muss. Davon gibt es genügend viele im Netz. Da sich schon mehrere Leute das Programm von mir erbeten haben und damit sehr zufrieden sind, stelle ich es online, sodass es sich jeder gratis downloaden kann. Deshalb auch dieses Video als Anleitung. Allerdings gleich vorweg: Es ist keine Handy-App, sondern man benötigt einen PC oder Laptop mit Excel, also Microsoft Office. Und so schaut es dann ungefähr aus. Um Fehler bei der Nutzung zu vermeiden, ist allerdings die Excel-Oberfläche gesperrt. Das heißt, der Schreibschutz ist aktiviert. Die Bedienung erfolgt über solche Eingabenmasken. Dadurch ist es möglich, Werte einzugeben, zu ändern oder auch zu löschen, ohne die Excel-Ansicht unbeabsichtigt zu verändern. Wichtig zu wissen ist, dass beim ersten Aufruf des Programms oben links eine Zelle mit einer Warnung erscheint. Dieses Fenster Inhalt aktivieren muss man anklicken, weil dann die Makros aktiviert sind. Ohne das geht's nicht. Allerdings, wie gesagt, man muss das nur beim ersten Start aktivieren. Später braucht man das nicht mehr. Dann schauen wir uns das Programm mal an. So sieht es dann in etwa aus. Ich habe hier schon ein paar Daten eingegeben. Das lösche ich aber nun mal. Gehe ich auf Bearbeiten. Also jedes Mal, wenn ich was ändern will oder eingeben will, muss ich auf Bearbeiten gehen. Dann macht hier so ein Fenster auf mit den entsprechenden Einträgen. Hier gehe ich mal auf Tabelle neu anlegen. Dann sind alle Daten weg und das Blatt ist leer. Jetzt kann ich anfangen. So sieht es immer aus, wenn ich das erste Mal öffne. Natürlich muss ich als erstes ein Medikament hinzufügen. Da gebe ich mal ein, zum Beispiel AS 100. Dann gebe ich als Menge mal 100 Stück ein und die Dosis, da brauche ich eine pro Tag. So, auf Übernehmen. Jetzt seht ihr das hier schon stehen. In der ersten Zeile oben die Dosis, in der zweiten Zeile das Medikament, dann hier unten das, was ich heute zugefügt habe und hier dann die Menge, die sich dann tagtäglich um die Dosis verringert. Ich gebe noch ein zweites Medikament ein, AS 400, die Menge 50 und damit es mal anders ausschaut, gebe ich hier 2 ein. Übernehmen, dann sieht es so aus. Die weiteren Medikamente spare ich mir einzugeben, da gehe ich einfach hier auf Übernehmen, dann trägt es hier oben einen Medikamentennamen ein, der mit Medikament beginnt und dann als Erweiterung die Spaltennummer hat. Das nächste wäre dann Medikament Nummer 4, Medikament 5, 6 und so weiter. Es geht dann bis 16. Man kann also bis zu 16 Medikamente verwalten. Man kann da wieder welche löschen von. Ein Medikament löschen. Medikament Nummer 9 lösche ich jetzt. Medikament Nummer 8 lösche ich. Jetzt sehen wir hier Folgendes. In der ersten Zeile oben, die Dosis, kann ich ändern. Und zwar mache ich das mal, Menge Dosis ändern. Da muss ich ein Medikament auswählen. Nehme ich mal das AS 100. Und jetzt gebe ich als Dosis ein, eine Tablette und eine halbe. Also eineinhalb. Da kann ich 1,5 eingeben.
mit dem Komma oder ich kann aber auch 1,5 eingeben mit dem Punkt. Das korrigiert sich von selbst. Gehe ich hier auf Übernehmen und schon steht hier oben 1,5, was 1,5 entspricht. Diese Zahl wird immer auf eine Vierteltablette gerundet. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel eingebe, als 100 und Dosis 0,7, dann wird es auf 0,75 aufgerundet, was einer Dreivierteltablette entspricht. Als in der nächsten Zeile der Medikamentenname, wenn der länger ist, dann gibt es einen Zeilenumbruch, dann sind halt zwei Zeilen übereinander. Dann kommen 7 Zeilen, also praktisch eine Woche, wo man dann Medikamentenverlauf über die Woche sehen kann. Das ist manchmal ganz interessant, dass man feststellen kann, was man in der vergangenen Woche genommen hat. In der nächsten Zeile kommt das Datum, das laufende Datum, also immer das heutige Datum. Bei Zugang kann ich also eine Medikamentenmenge dazuzählen. Bei AS 100 zum Beispiel sage ich, ich habe 50 Stück gekauft und ich kann auch hier die Menge wieder ändern. So, übernehmen, 50 Stück, jetzt habe ich dann 150. Hier ist immer der Zu- oder Abgang und daneben ist dann die momentane Menge. Hier wieder Zu- und Abgang, die momentane Menge. Wenn man runterscrollt, entweder mit dem Mausrad oder hier rechts mit der Scrollbar, dann sehe ich hier unten, wenn das Medikament zu Ende geht, die letzten Felder färben sich rot ein, damit man das besser sehen kann, damit es auffallend ist. In den Zugangs-Abgangsfeldern kann man Zahlen eingeben bis 999. Wenn ich hier 1000 eingebe, bei 400 zum Beispiel, gebe ich jetzt hier 1000 oder 2000 oder was ein, übernehmen, dann wird es nicht angezeigt, dann steht hier 0. Das ist deswegen, weil hier einschließlich Vorzeichen und Bruch die Zahl hier nicht mehr reinpasst. Machen wir das mal mit 999, das würde gehen, oder 900 zum Beispiel, Nummer 4, gebe ich ein 900, übernehmen, jetzt habe ich 950 Tabletten. Ich kann das noch erweitern, Menge Dosis, 400, nochmal 500 dazu, dann habe ich 1450, hier kann ich bis 9900 gehen und hier bis 999. Als nächstes kann ich euch noch zeigen, dass man hier Merklinien setzen kann. Ich gehe mal auf Merklinien setzen und dann sieht man hier, ich kann hier wählen den Wochenabstand. Also diese Merklinie hier, diese rote Merklinie, kann ich im Wochenabstand versetzen. Und der Abstand bleibt auch bestehen. Wenn ich den auf 3 Wochen setze, dann bleibt er immer im 3 Wochen Abstand hier unten oder eine Merklinie setzen an einem bestimmten Datum. Innerhalb des halben Jahres, welches hier auf der ganzen Tabelle angezeigt wird. Da gehe ich jetzt mal, sagen wir mal, auf den 31.10. oder etwas weiter, weil der schon belegt ist, auf den 7.11. so. Das hat den Sinn, dass ich feststellen kann, wenn ich jetzt zum Beispiel 3 Wochen in Urlaub bin oder bis zum 7.11. in Urlaub bin, wie viele Medikamente ich noch habe, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme. Es kann ja sein, dass ich dann keine Medikamente mehr habe. Und deswegen könnte ich mir jetzt vorsorglich noch ein paar Medikamente kaufen, wenn ich sehe, dass das hier knapp wird. Dafür sind diese Datum- und Wochenmerklinien, die ich natürlich auch wieder löschen kann. Da muss ich hier oben nur auf 0 gehen, so, dann ist die Wochenlinie weg und die Linie für die Tage kann ich hier auf Löschen gehen, dann ist die auch weg.
Ich denke, jetzt habe ich euch alles gezeigt und kann das wieder beenden hier. Da fällt mir noch was ein zu der Spalte Zugang. Man kann natürlich hier in diesem Feld auch negative Werte eintragen. Wenn mir ein paar Pillen abhanden gekommen sind, dann kann ich das hier abziehen. Also ich kann hier minus 10 oder minus 20 eingeben, nur nicht mehr als der Bestand ist. Dann wären wir ja im Minusbereich mit dem Bestand. Das geht nicht. Diese Datumszeile, die wird nachts um 0 Uhr aktualisiert auf das aktuelle Datum. Da braucht man gar nichts machen. Es verschiebt sich praktisch das Datum um einen Tag nach oben und ganz unten wird dann ein neuer Tag angesetzt. Die Tabelle zeigt also immer ein halbes Jahr an. Wenn ich jetzt mit den Eingaben fertig bin und das Programm beenden möchte, dann ist es sehr wichtig, dass das Programm mit diesem roten Beenden-Button beendet wird. Nicht hier oben rechts mit diesem normalen Kreuzchen, sondern wirklich mit diesem Beenden-Button. Das hat den Grund, weil ja hier in diesem Programm die Menüzeilen fehlen. Und wenn ich das nicht mit diesem Beenden-Button beende, dann kann es vorkommen, dass bei anderen Excel-Anwendungen auch hier oben die Menüzeilen fehlen. Und das wollen wir ja vermeiden. So, wenn jemand das Programm nutzen möchte, kann er das downloaden. Ich werde in der Beschreibung die Download-Adresse dann erwähnen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Ich darf mich verabschieden. Tschüss, euer Klaus.